Ja, herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde und hallo, liebe Blogleser. Ja, ich habe heute bereits einen Artikel verfasst und zwar über die aktuelle Krisensituation in Zypern. Wer von euch schon länger meinen Blog verfolgt oder auch meinen YouTube-Kanal, der durfte immer wieder von mir den Hinweis verfolgen, dass ich immer wieder gesagt habe, Vorsicht vor Geldwerten, ob es nun Sparkonten sind, ob es ein Riester-Vertrag ist, ob es eine Kapitallebensversicherung ist, Anleihen, Zertifikate oder auch der gute, in Anführungsstrichen, gute alte Bausparvertrag. All diese Anlagen, also Geldwerte an sich, habe ich immer jedem als, ja, unter Vorsicht zu betrachten, empfohlen, das Ganze mit äußerster Vorsicht zu betrachten, weil das Problem ist eben, selbst wenn eine Regierung Garantien gibt, wie es zum Beispiel jetzt in der Eurozone gewesen ist und ja immer noch der Fall ist, dass 100.000 Euro angeblich auf Sparkonten sicher sind, also als Guthaben, ist eben immer die Gefahr, dass diese Währung, auf was nämlich letztlich Geldwerte aufbauen, also auf Währung, dass diese Währung entwertet wird. Sei es nun durch Hyperinflation, durch eine Währungsreform oder eben durch eine Zwangsabgabe. Ja, und passend zu diesem Thema aus Zypern werde ich Ihnen hier einen Artikel über meinen Blog vorlesen. Regierung lügen, Banken lügen, nur Gold ist ehrlich und beständig. Auch die Menschen in Zypern haben den Versprechungen geglaubt, dass Guthaben bis 100.000 Euro sicher seien. Dieses Vertrauen wurde nun mal wieder missbraucht. Immer und immer wieder trifft es insbesondere die kleinen Bürger, welche auf die haltlosen Versprechen von Politik und Banken hereinfallen. Eigentlich galt bisher, dass Guthaben bis 100.000 Euro in der Eurozone sicher sind. Nun also doch nicht. Die Frage ist zu Recht, was ist eigentlich mit dem Geldvermögen in Deutschland, beziehungsweise sind die Versprechen unserer Politiker besser als die der Politik in Zypern? Oder kommt auch hier bald früher oder später eine sogenannte Zwangsabgabe, Sozialabgabe, Kontosteuer oder, wie man es auch einfacher bezeichnen kann, eine Enteignung oder schlicht Diebstahl auf uns zu? Ich für meinen Teil glaube den Politikern und Banken schon seit Jahren kein einziges Wort mehr. Vor allem, wenn man sich mit der Geschichte befasst, sieht man eindeutig, dass das Vertrauen der Bürger immer wieder missbraucht wird und Geldvermögen enteignet werden. Sei es nun durch Hyperinflation, Währungsreform oder Zwangsabgaben. Staatsbankrotte sind zudem keine Ausnahme, sondern systembedingt eine logische Konsequenz im Zinseszinssystem. Ebenso ist und bleibt eigentlich logisch, dass der Staat letztendlich wir sind. Dementsprechend wird früher oder später immer der Bürger zu Bürger herangezogen, ob man es nun will oder nicht. Und nur diese Tatsache zu ignorieren, wird demnach früher oder später zum bösen Erwachen führen. Die einzige Rettung ist und bleibt Befreiung aus dem Schuldgeldsystem. Also raus aus Geldwerte und rein in Sachwerte wie Gold und gegebenenfalls Aktien. Immobilien sind hingegen, wie bereits im letzten Blogpost erläutert, nur bedingt geeignet. Ja, Sie finden auch den, oder du findest auch den Artikel unterhalb des Videos vor und natürlich auch den entsprechenden Beitrag vom letzten Blogpost auch unterhalb dieses Links.